Willkommen zurück zu Until Dawn. Weiter geht es, werte Freunde. Das letzte Mal mal wieder ein fieser Streich abbekommen. Diesmal war Jessie die Böse. Man hatte schon gedacht, ihr ist was passiert. Aber nein, sie hat nur einen Witz gemacht. Irgendwie macht, muss jeder anscheinend so einen Witz machen. Die sind halt seltsame Freunde. Wie dem auch sei, wir haben hier einen Bonusinhalt bekommen, sehe ich gerade. Triff die Besetzung. Ah, cool. Bonusinhalte gucken wir uns. Die Musik, ja. Vorsicht nicht, dass da was spoilert. Diese Bonusinhalte gucken wir uns in einem Bonuspart an, wenn wir das Spiel einmal durch haben. Status und Gesammeltes, das werde ich irgendwann auch mal wieder überfliegen. Da sammeln sich halt die ganzen Totems und Hinweise an. Aber ich denke, das dürfte noch jedem relativ klar sein, was wir da so haben. Okay, los geht's. Wir wollen immer noch zur Hütte. Ich bin ja mal gespannt, ob das noch was wird. Jesse, kommst du? Okay. Wow! Das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Mhm. Ist schick. Wow, die Brücke ist nicht zusammengestürzt oder was weiß ich. Wir sind einfach drüber gelaufen. Wahnsinn. Und es geht weiter und weiter. Ist der das an? Was ist denn das? Okay. Hat da jemand geschrien? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Natürlich. Eichhörnchen schreien ja immer so. Jessie, nicht so langsam, kommen. Da hinten sehe ich Licht. Vielleicht ist das endlich die Hütte. Ja, ganz ehrlich, das andere Haus war so groß, da hätten die doch auch Liebe machen können. Aber nein, es muss die Waldhütte sein. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Ist jemand da? Dann jetzt machen, da drauf schießen oder was? Ah, ich komme nicht hoch. Jetzt. Zu spät. Das ist ein Hirsch! Okay, nichts passiert. Ach, dieses. Das ist so blöd mit dem Zielen. Da muss man. Ist man die ganze Zeit gewohnt, den linken Stick. Da muss man den rechten und dann weiß ich immer noch nicht, ob L2 oder R2 oder beides. Auf jeden Fall war ich zu langsam. Ist aber zum Glück nichts passiert. Das nächste Mal bin ich gleich vorbereitet. Ich glaube, er wollte einen Stein hinwerfen. Ha? Na gut. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Da hinten ist die Hütte, hoffe ich. Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Echt? Yeah. Naja, lass mal gucken, wie es drinnen aussieht. Wir können auch weitergehen, wenn wir wollen, oder? Können wir auch weitergehen? Lalala, wir waren noch nicht lang genug draußen. Wir gehen jetzt einfach noch hier ein bisschen gucken. Wer braucht schon die Hütte? Ist doch schön, wenn man noch ein paar andere Möglichkeiten hat. Ich weiß nur nicht, ob das richtig ist. Tja. Oh Gott, diese Viecher, ey. Ich gehe gleich freiwillig in die Hütte. Was soll denn das? Mann. Nicht lustig. Aber sie haben schöne Schreckeinlagen, ich finde. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Das klingt nicht gut. Komm, wir gehen in die Hütte. Ich habe doch das Gefühl, dass wir nicht in die Hütte reinkommen, weil es ist so weitläufig und da scheint ja doch irgendwie was weiter zu gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche jetzt erstmal in die Hütte zu gehen. Ich muss echt sagen, die Schreckeffekte. Klar sind eigentlich immer Jumpscares, ne? Aber sie sind gut inszeniert. Also man kann nie so, gut, bis auf ein paar Ausnahmen konnte man schon sagen, das war jetzt aber vorhersehbar. Aber nicht alle. So, ich guck mal, wegen der Hütte. Das sieht furchtbar aus. Hier drin. Wieder so eine Maske. Eine Gasmaske. Eine alte. Okay. Tja, eigentlich hättest du es verdient, oder? Komm.
Oh mein Gott, Jess! Wag es nicht, mich jetzt auszulachen! Die Rache ist mein! Oh nein, das ist nicht fair! Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Hey, ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwärmen. Und dann beeil dich aber mal. Unterschätze meine Aufwärmkünste nicht. Ja, war doch ganz lustig. Rache ist süß. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Aber sie war so fies, von daher passt schon. Aber das ist nicht die Hütte, wo wir... das ist nicht die Hütte, von der gesprochen wurde. Das haben die auch vorher nicht gemeint. Das kann nicht sein. Das ist also unbedingt und so. Leider ist hier nicht mehr zu gucken. Nee, die Hütte, die richtige Hütte, wird halt irgendwo noch weiter hinten sein. Das ist sie ja offenbar nicht. Also müssen wir wieder zu dem gruseligen Geräusch, wo nicht nur ein Tier gefressen wird oder so. So klang das nämlich. Dann wollen wir dabei natürlich nicht stören. Vielleicht ist jetzt das gruselige Geräusch auch schon weg. Aber ich befürchte, wir kriegen gleich Probleme. Hier ungefähr haben wir dann kehrt gemacht, oder? Oh oh. Was ist das? Da ist so ein Hirsch. Der sieht verletzt aus. Oder? Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Beruhigen ist... Ah, das ist eine blöde Entscheidung. Ich würde sagen, es ging um Zeit. Ah. Das Tier soll nicht gequält sein. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay. Okay, Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay, okay. Wie lässt das denn nicht machen? Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Was? Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke, hier lang, Mike! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt Bär! Abkürzung. Boah, ganz schön kurz jetzt. Geh zu ihr! Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Nein! Hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh. Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Dödu. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay.
Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Tja, Mike. Mann, was für eine Action. Sie glauben also, das war ein Bär. Das sah schon krass aus, als auf einmal war der Kopf weg, der Rest wurde irgendwo weggezogen. Das gibt mir ja zu denken. Aber na gut, jetzt gucken wir uns erstmal in der Hütte um. Jetzt, falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Ja, Pronto. Ich habe hier noch Zuschauer, die unterhalten werden wollen. Aber vielleicht rede ich ja wirklich ein bisschen zu viel. Also legen wir los. Ja. Klappt das? Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Das wird dir nicht reichen. Aber ein Versuch war es wert. So, da ist noch Holz drin. Ein Glück. Ich muss keinen Baum fällen. Ja, da schiebt noch ein bisschen mehr Holz rein. Schöner klassischer Ofen. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Hatten wir bei meinen Eltern auch. Ich mag den Geruch von so einem Kamin. Das Holz brennt, voll angenehm, finde ich. Oh, Kerzen. Stimmungsvolles Licht, was ist denn das für ein Buch? Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malek. Ja, gut. Hat er jetzt anscheinend Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Ich lese jetzt erstmal. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an. Doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurch rannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Luft schlagen. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in den Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stamms. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Ist aber interessant. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Dieses da unten rechts haben wir nämlich schon mal gesehen an der einen Scheibe. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wänden malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermitteln religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildungen unten Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada genutzt werden. Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet, Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum aus der Zukunft und Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geister schützen sollte. Interessant. Und das haben wir an dieser einen Scheibe oder an der Wand gesehen in dieser Mine, glaube ich. Interessant. Geht das noch weiter? Nee, das war's anscheinend. Ich kann nur noch zurückblättern, aber das ist klar. Na gut, interessant. Das behalten wir mal im Hinterkopf mit den Symbolen. Vielleicht werden die wir hier und da nochmal wo sehen. So, was haben wir denn hier? Wow, Jess! Cool! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Nee, jetzt machen wir hier mal keine Witze mehr. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rand? Nichts? Okay.
Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Ach, Mike ist so ein Quatschkopf. Irgendwie mag ich ihn ja in letzter Zeit. Das ist gut, dass wir hier drin eine Waffe haben, falls der Bär wiederkommt. Huhu. So, ja, ich weiß, die Dame friert. Ich bin echt so ein Arsch. Oh oh. Krieg ich jetzt Ärger? Weil ich so lange gebraucht habe. Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Mann, Mann, es ist Mann. Bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt habe ich es im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Ja, wenn's im Schnee liegen würde, wär's auch nicht viel besser. Tja, das haben wir wohl ordentlich verkackt. Das haben wir jetzt, vielleicht ist das Handy wirklich nur weg, weil wir sie erschreckt haben. Gut, das war halt unsere Entscheidung. Müssen wir jetzt damit leben. Ah, Streichhölzer, sehr gut. Ja, das ist Streichhölzer. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? So, er nimmt's auch mit, brav. Ja, den Spruch mussten wir loswerden. Ach ja. Trotz der wideren Umstände hoffe ich ja, dass wir hier trotzdem gleich was Schönes erleben werden. Es ist nämlich auch irgendwie Pflicht bei Horrorfilmen bzw. Horrorspielen dieser Art, dass man erstmal eigentlich Sex haben muss, ne, bevor man stirbt. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Na gut, wenn du weißt, was du da tust. Ja, das ist gut. Das ist einfach. Das kriegt man hin. Oh! Ah! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Okay. Na, ob das noch ein romantischer Abend wird, ich weiß ja nicht. Viel mehr kann man doch gar nicht mehr verkacken. Was ist das? Oh, ist das ein Bild von Hannah? Hat sie Tennis gespielt früher? Hinweis, Tennisfoto. Ja, eindeutig Hannah, natürlich. Sieht man auch am Tattoo. Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invitational 2013. Ja, Glückwunsch. Bronze ist besser wie nix, ne? Okay. Was ist hier noch für ein Zimmer? Hey, hier sieht es doch viel gemütlicher aus als die hässliche Couch. Meint ihr nicht? Ah, hier kann man sich auch kultivieren. Schön, schön. Was ist das? Ein Buch schon wieder? Na, guck mal hin. Das Kamasutra. Bearbeitet von Tom Hayden. Ja, da kannst du doch mal reingucken. Da kannst du noch was lernen. Kann man sich schön verrenken mit der Freundin. Mal gucken, was wir heute Abend oh, machen. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Da muss man sich mal angucken, ne? Die waren wirklich einfallsreich. Sieht teilweise auch echt unangenehm aus, aber na gut, das geht ja noch. Wenn einer der Liebenden einer der beiden Schenkel des anderen zwischen seine oder ihren eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinem höchsten spirituellen und physischen Form. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebte höchst ekstasisch erwidern. Die mannigfaltigen intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position aufsteigender Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeiten als prächtiger Schwan bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leier spielend bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die vielen Namen trägt, aber zumeist Tausendschön genannt wird. Tausendschön, das ist ja ein schöner Name für sowas. Okay,
geht's weiter. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Musst du dich mal anstrengen. Wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wenn die Frau ihre Schenkel um die ihren Liebhabers umschränkt, entsteht die umschlingende Position. Schade, das war's schon, mehr können wir nicht lesen. Ja, Kamasutra. Eine gute Nachtlektüre, die ich zwar nicht selbst besitze, aber schon vieles darüber gehört und gesehen habe. Und jetzt kenne ich zwei Seiten mehr. Wie wunderschön. Okay, cool. Ich sag's ja, hier im Bett wäre es gemütlicher. Oh, Duschvorhänge. Ich hasse Duschvorhänge in Horrorfilmen und Spielen, deswegen kommt er gleich weg. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh Mann, verdammt! Weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Er stellt sich aber manchmal auch an, oder? Und ist da jetzt noch irgendwas? Ich hab jetzt erst gedacht, da ist vielleicht ein Tier dahinter. Aber nein, er hat einfach nur mit dem Duschvorhang gekämpft. Er ist schon ein bisschen seltsam, unser Mikey. Na gut, Freunde, wieder einmal haben wir es geschafft, in diesem Part nicht mit der Freundin rumzumachen. Stattdessen haben wir uns dieses Haus angeschaut, fühlen uns in Sicherheit und mal gucken, ob das mit dem Feuerchen und, ja, der Liebe funktioniert. Das nächste Mal hier bei Let's Play Until Dawn.